Seit einer Woche dürfen im Landestheater Tübingen wieder die Schauspieler auf die Bühne und die Besucher in die Säle. Und es funktioniere prima. Das ist die erste Bilanz des LTT-Chefs Thorsten Weckherlin. Keiner habe Angst, sich hier anzustecken. Die Säle seien gut belüftet, es werde auf Abstand und das Tragen einer Maske geachtet. Das Modellprojekt der Universitätsstadt Öffnen mit Sicherheit erlaubt, dass das LTT als erstes Theater bundesweit wieder aufmacht. Und das sei überall möglich, so Weckherlin abschließend.